Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Interviewreihe Das ADAN zu Gast bei. Heute befinden wir uns in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright in Frankfurt am Main. Und ich freue mich recht herzlich, Herrn Dr. Rüdiger Litten im Gespräch begrüßen zu dürfen. In unserem Interview werden wir uns zum einen über den afrikanischen Markt unterhalten, gehen dann über zu Norton Rose Fulbright und deren Diversity-Konzept, um uns zum Abschluss noch über das ADAN als Netzwerk zu unterhalten. Herr Dr. Rüdiger Litten, zunächst kurz zu Ihrer Person. Sie haben Jura in Hamburg studiert und sind dann während Ihres Referendariats Stationen in Brüssel und Bonn durchlaufen, um abschließend zu Promotionszwecken wieder in die Hansestadt Hamburg zurückzukehren. Anschließend haben Sie den LLM in Bristol absolviert. Seit 2001 sind Sie nun bei Norton Rose Fulbright, wo Sie heute als Partner beratend im Branchenschwerpunkt Financial Institutions tätig sind. Der afrikanische Markt wächst rasant. Das haben nicht nur Investoren, sondern auch Norton Rose Fulbright erkannt. Warum ist der afrikanische Markt auch für die Rechtsberatung attraktiv, sowohl als auch lukrativ? Sie stellen gleich die richtige Frage, und zwar nicht, ob der afrikanische Markt lukrativ ist, sondern in der Tat, warum er lukrativ ist. Er ist für uns seit vielen Jahren lukrativ und in der Tat sprechen die vielen Standorte, die wir in Afrika haben, auch eine klare Sprache. Wir haben in der Tat eine Reihe von Kooperationen mit afrikanischen Kanzleien in anderen Standorten. Das sind jetzt gerade zwei weitere hinzugekommen. Das sind Kanzleien in Simbabwe und Uganda. Es ist so, dass wir den afrikanischen Kontinent als Rechtsberatungsbereich schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, entdeckt haben. Wir haben durch die Fusion mit einer südafrikanischen Kanzlei vor 4 Jahren natürlich nochmal klar verstärkt und nachgelegt und damit auch zum Ausdruck gebracht, wie wichtig Südafrika und der ganze afrikanische Kontinent für uns sind. Es sollte möglichst viel Regularien geben. Regulierte Industrien sind besonders rechtsberatungsintensiv und es sollte natürlich Investitionen geben. Und beides sind Faktoren, die in Afrika zumindest in einigen Bereichen seit längerem und in jüngster Zeit zunehmend intensiv zusammenkommen. Das sind vor allen Dingen Bereiche, die mit Infrastruktur, die mit Energie zu tun haben und dem Abbau von Rohstoffen. Aber es kommen durchaus auch neue Bereiche hinzu. Nehmen Sie Financial Institutions, mein eigener Spezialbereich ist ein solcher, vor allen Dingen in Südafrika erlebt er einen großen Auftrieb. Und im landwirtschaftlichen Bereich ist die große Herausforderung, wie einerseits ein unter marktwirtschaftlich interessanten und Gesichtspunkten interessanten Bereich zu schaffen, der also nicht nur reguliert wird, sondern auch nach marktwirtschaftlichen Prinzipien funktioniert und gleichzeitig nicht der Spekulation anheimfällt. Mich würde interessieren, wie es Norton Rose Fulbright schafft, stets den höchsten Standard der Rechtsberatung zu liefern. Tja, nett von Ihnen, dass Sie das unterstellen, dass wir das tun, aber stimmt. Wir bemühen uns und in aller Regel auch ganz erfolgreich, glaube ich, darum. Das Wichtigste ist natürlich zunächst, dass man tatsächlich auch ein paar Prinzipien hat, die man universell anwendet. Ein solches Prinzip ist Clients come first. Wir sehen das Recht nicht als Selbstzweck an, sondern wissen, dass es dazu dient, Interessen unserer Mandanten zu schützen und durchzusetzen. Das ist immer ein Prinzip, das wir anwenden, genauso in Amerika wie in Europa und auch in Afrika. Kommen wir nun zum Thema Diversity. Herr Dr. Litten, auch in diesem Bereich wurde die Kanzlei Norton Rose Fulbright mehrfach ausgezeichnet. Bemerkenswert ist hierbei, dass Sie auf so gut wie allen Kontinenten, auf denen Sie mit Standorten vertreten sind, Preise in diesem Bereich erzielen konnten. So konnten Sie sich beispielsweise im vergangenen Jahr zum wiederholten Male einen Platz unter den Top 50 Employer for Women sichern, einer Rangliste der Times. Weiter hat das Magazin The Network Journal eine ihrer afroamerikanischen US-Partnerinnen im Jahre 2012 unter die 25 einflussreichsten
Frauen in der Wirtschaft gewählt. Die hier genannten Auszeichnungen spiegeln nur einen geringen Teil derer wider, den sie tatsächlich erhalten haben, zeigen jedoch das Engagement, das Norton Rose Fulbright als Kanzlei auf den Bereich Diversity legt. Daher meine Frage, welche Maßnahmen ergreift Norton Rose Fulbright als Kanzlei, um Diversity aktiv im Unternehmen umzusetzen? Tja, wir scheinen es auf jeden Fall gut hinzukriegen, nicht? Wenn ich mir diese ganze Preisliste anschaue. Wir sind seit vielen Jahren unter einem Spitznamen bekannt. Der Spitzname heißt The Friendly Firm. Denjenigen, denen das nicht gefällt, die meinen ja, also wenn man The Friendly Firm heißt, dann ist man offensichtlich nicht hart genug zu seinen Angestellten, und wenn man nur ein bisschen härter wäre, dann könnte man noch mehr rausholen. Ich finde, es ist ein guter Spitzname, The Friendly Firm. Er trifft uns, meine ich, auch positiv. Um mal ein Beispiel zu nennen, was außerhalb des Bereiches Diversity liegt, ist, wir haben in der Finanzkrise 2008 anders als viele andere Kanzleien nicht Leute freigesetzt. Das Geschäft ist gerade im Bereich Investmentbanking, International M&A eingebrochen, bei uns wie bei allen anderen auch. Wir haben ein Programm eingeführt, was letztlich wir Deutschen als Kurzarbeit bezeichnen würden. Das konnte man nicht verordnen, das musste freiwillig gemacht werden, aber ein ganz großer Teil der Leute hat es gemacht. Ich würde mal sagen, das ist schon ein ganz gutes Beispiel dafür, dass, sagen wir mal, die Solidarität funktioniert. Und Solidarität ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung für Diversity. Was machen wir? Wir sind supportive. Es gibt eine Reihe von Gruppen, in denen sich eben Minderheiten organisieren können, die finanziell auch zum Teil von der Kanzlei unterstützt werden. Es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, natürlich sind wir in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen, und jeder Anwalt muss bei uns rechtfertigen, dass er da ist, dass er ein Gehalt bekommt. Normalerweise dadurch, dass man eben Stunden ableistet, von denen klar ist, dass sie für die Kanzlei einen Wert haben. In erster Linie sind das Stunden, die auf Mandaten für Mandanten geleistet werden und die deswegen von den Mandanten auch bezahlt werden. Wir haben aber eingeführt, dass es eben eine Reihe von Diversity-Projekten gibt, die man sozusagen eintragen kann in sein Zeiterfassungssystem. Wir werden für diese Stunden nicht bezahlt, aber daraus erwächst eben dem Anwalt, der darauf arbeitet, kein Nachteil. Er muss sich halt nicht vorwerfen lassen, dass seine Zeit verbummelt mit irgendeinem weniger wichtigen Zeug. Lassen Sie uns nun über die Talentakquise von Norton Rose Fulbright sprechen. Durch die Vernetzung von Afrodeutschen und Afrika-Interessierten hat sich das ADAN es unter anderem zum Ziel gesetzt, einen Talentepool aufzubauen, auf den die mit uns kooperierenden Unternehmen ständigen Zugriff haben. Deshalb ist es für uns elementar zu wissen, wie die Unternehmen bei der Talentakquise vorgehen. Daher meine Frage, was sind für Ihre Sozietät Schlüsselfaktoren, die junge Talente mitbringen müssen, und wie fördern Sie junge Talente in Ihrem Unternehmen? Das ist in allererster Linie die Qualifikation. Sie müssen viel vom Recht verstehen, vor allen Dingen vom deutschen Recht, aber eben auch vom europäischen Recht. Und sie müssen gut Englisch können, weil viele unserer Mandanten halt nicht Deutsche sind. Es gibt als weiteren ganz wichtigen Qualifikationsbereich die Fähigkeit, beim Mandanten zu reüssieren. Sie können ein noch so guter Anwalt sein, wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihrem Mandanten zu erklären, was sein Problem ist und wie Sie es lösen können. Der Anwalt und die Anwältin müssen auch als Persönlichkeit überzeugen, als Individuum, aber die Fälle, die wir zu beraten und zu beurteilen haben, sind häufig so komplex, dass ein Einzelner das gar nicht schafft. Das heißt, das Thema Teamarbeit ist bei uns ein ganz besonderes, und auch das setzt natürlich voraus, dass man nicht nur immer sich selbst sieht, sondern eben auch die Position von anderen verstehen zu können. Wie eingangs bereits erläutert, sind wir sehr daran interessiert, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. In Kooperation mit Norton Rose Fulbright haben wir bereits die Veranstaltung Afro-Business organisiert. Was mich nun zu der Frage bewegt, was Ihre Motivation ist, bei einem Vorhaben wie dem unseren mitzuwirken und warum eine Kooperation mit dem ADAN empfehlenswert ist. Zum einen, weil Sie das richtige Thema haben. Ich glaube, dass eine
bessere Integration von unterschiedlichen Menschen, die in Deutschland leben, in bestimmte Prozesse, sowohl gesellschaftliche als auch politische, als auch wirtschaftliche, wünschenswert ist. Mir gefällt auch sehr, wie Sie das anbieten, indem Sie nicht sagen, wollt ihr jetzt mal irgendwie helfen, sondern sagen, wir haben was zu bieten, und zwar für euch zu bieten. Ich bin der Meinung, dass gerade im Wirtschaftsverkehr, und wir befinden uns hier im Wirtschaftsverkehr, natürlich alles irgendwo Interessen geleitet ist. Jedes Unternehmen, jeder Zweck eines Unternehmens ist, erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen. Und deswegen sollte man, wenn immer man einem Unternehmen etwas verkaufen will, ihm klar machen, dass es im Interesse, in seinem Interesse ist, auch tatsächlich das eigene Dienstleistungsangebot anzunehmen. Das hat mich von Anfang an überzeugt, wie Sie das dargestellt haben. Und sagen wir mal, mit diesen beiden Aspekten, erstens Ihrem Produkt und zweitens der Art und Weise, wie Sie Ihr Produkt verkaufen, ich glaube, dass, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeite, einen Vorteil davon habe und Sie hoffentlich auch. Und so kommen eben gute Geschäfte zustande, dass beide Vorteil davon haben. Herr Dr. Litten, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, unsere Fragen so ausführlich zu beantworten. Ich möchte Sie abschließend noch um eine letzte Einschätzung bitten. Afrika ist die Zukunft. Ist das in Ihren Augen eine optimistische oder doch schon realistische Aussage? Wir haben gerade druckfrisch unsere neueste Afrika-Broschüre auf den Tisch bekommen, die den Titel trägt Afrika, a Continent in Transition. Und ich glaube, das trifft es in der Tat. Afrika hat das Potenzial, eine wirklich erfolgreiche Mission zu haben, ein wirklich erfolgreicher Kontinent zu sein. Meine Kanzlei hat sich ganz klar festgelegt, und zwar dahingehend, dass wir davon überzeugt sind, dass die positiven Faktoren überhand nehmen und deswegen es richtig ist, zu investieren. Ich selbst bin persönlich davon überzeugt, dass Afrika schon deshalb die Zukunft ist, weil die Jugend die Zukunft ist und Afrika der jüngste aller Kontinente ist. Ich finde, es ist ein faszinierender Kontinent, der neben guten wirtschaftlichen Aussichten eben auch die Möglichkeit bietet, einfach vieles Spannendes, Positives zu erleben, sodass ich sage, positiv.